Heute geht es um das Thema Predictive Application Library, die eingebaut ist in SAP HANA. Und dabei handelt es sich um Funktionalität für Machine Learning. Also es ist auch in die HANA-Datenbank eingebaut worden, und wenn wir sehen, dass das auch einen relativ großen Umfang an Data Mining bzw. Machine Learning Algorithmen hat. Was ist überhaupt der Nutzen davon, dass Machine Learning in die Datenbank eingebaut ist? Reden wir vielleicht erstmal darüber, was man so ansonsten für Machine Learning verwendet. Vielleicht auch nochmal kurz, weil das ja nicht das ist, was Sie jetzt schon in irgendwelchen Lehrveranstaltungen gehabt haben. Erstmal ganz grundsätzlich, worum geht es beim Machine Learning? Beim Machine Learning geht es darum, dass Sie Daten haben. Nehmen wir mal an, Sie wollen Bilder klassifizieren. Ja, ob da irgendwie ein Auto drauf ist oder welche Automarke das ist, ja, oder ob jemand eine Maske trägt oder nicht. Und mit Machine Learning bekommen Sie sogenannte Trainingsdaten, in denen sozusagen zum Beispiel die Bilder angegeben sind, oder wenn Sie jetzt hier vorhersagen wollen, ob jemand eine bestimmte Krankheit hat, dann werden bestimmte Blutwerte von dem gegeben, ja, irgendwelche Messungen, die man vorgenommen hat. Das heißt, man bekommt so Datensätze. Für jeden einzelnen Datensatz weiß man dann, dass es sozusagen, hierbei handelt es sich dann um die Trainingdaten, da weiß man das, ist derjenige krank oder nicht, oder trägt derjenige Maske oder nicht. Man hat also eine Reihe von Datensätzen, von denen man weiß, zu welcher Klasse die zum Beispiel gehören. Und mit Machine Learning versucht man jetzt, ein mathematisches Modell zu lernen, das im Grunde genommen extrahiert die wesentlichen Informationen aus den Daten, sodass wir für neue Bilder oder für neue Daten, die wir jetzt haben, dann vorhersagen können, welche Klasse das jeweils hat. Man nennt dieses Vorgehen Supervised Learning zum Beispiel. Oder es gibt einen anderen Bereich des Machine Learning, dass man versucht, in Daten, die man hat, irgendwie Gemeinsamkeiten zu entdecken, gemeinsame Gruppen zu entdecken. Ja, typisches Beispiel ist, wenn man jetzt Kundendaten hat und man möchte die segmentieren in verschiedene Kundenklassen. Ja, das sind also alles Dinge, die im Machine Learning so gemacht werden. Und dafür gibt es, also heutzutage verwendet man meistenteils die Programmiersprache Python. Python ist also so die Standardsprache für diesen Bereich, den man auch Data Science nennt. Oder R, also groß R geschrieben. Ja, das ist eben auch eine wichtige Sprache in dem Bereich. Die werden üblicherweise verwendet, um solche Modelle zu lernen. Wenn man jetzt von einem ERP-System ausgeht, also man hat quasi Daten aus den operativen Prozessen irgendwie in der Datenbank gespeichert. Und man möchte jetzt diese Daten nutzen, um etwas zu lernen. Ja? Also ich nehme zum Beispiel, wir haben irgendwelche Daten von Maschinenläufen, ja, oder von Windkraftanlagen irgendwie gespeichert. Und wir wollen jetzt analysieren, ob die Maschine demnächst kaputt geht oder nichts. Ja? Das nennt sich Predictive Maintenance zum Beispiel. Dann hätte man ja die Daten im Datenbanksystem, in der HANA-Datenbank, ja, zum Beispiel. Und wenn man jetzt in Python diese Analyse durchführen wollte, dann müsste man die Daten aus der Datenbankmaschine heraus exportieren, dann durch das Python irgendwie durchjagen auf irgendeiner anderen Maschine und das, was man dann dort gelernt hat, wieder in irgendeiner Weise in das Datenbanksystem zurücktransferieren, sodass man dann dieses gelernte Modell für spätere Vorhersagen dann verwenden kann. Ja? Und der Nachteil ist natürlich diese Hin- und Her-Transformierer, dieser Hin- und Her-Transport. Ja? Und wenn die Datenbank das direkt könnte, dann würde man ja diesen Export sich ersparen können. Ja? Das wäre natürlich ein sehr großer Nutzen. Insbesondere, wenn man Folgendes machen kann, und das bietet eben HANA, die Predictive Application Library, an, dass man auf den vorhandenen operativen Daten, die sich in irgendeinem operativen System befinden, das ist mehrere Tabellen beinhaltet, wenn man darauf jetzt ein View legt, der die Daten so
liefert, dass der Machine Learning Algorithmus damit arbeiten kann. Ja, dann nutzt man einfach diesen View und die Algorithmen arbeiten dann auf diesen View, ohne dass man irgendwie was hin und her schaufeln muss. Ja, also das ist aus meiner Sicht eben halt der große Nutzen und ich denke mal auch die Idee, die ja HANA insgesamt verfolgt. Und um das jetzt mal sich anzuschauen, wie das in der Realität oder live jetzt auf so einer HANA-Datenbank aussieht, habe ich mal so ein kleines Beispiel hier vorbereitet. Ja, und zwar habe ich hier, das sind einfach erzeugte Daten, die habe ich einfach so synthetisch selber erzeugt, um eine lineare Regression hier mal durchzuführen. Ja, das wäre jetzt nicht Klassifikation, sondern Regression. Also man versucht einen bestimmten Wert vorherzusagen oder ja, zu bestimmen auf Grundlage eines gelernten Modells. Und hier sehen Sie Daten, wo ich Personen habe und ich habe das Gewicht und die Länge der Person gemessen. Ja, und die Vorhersage, die ich dann machen möchte, dass ich aus dem Gewicht die Länge vorhersage oder aus der Länge das Gewicht, ja, solche Modelle könnte man jetzt hier bauen. Also das ist jetzt hier die Tabelle, da habe ich irgendwie eine gewisse Anzahl von Datensätzen erzeugt, 100 hier, wie Sie sehen, ja. Und auf diese Tabelle möchte ich jetzt eine lineare Regression draufsetzen, ja, um quasi so einen Zusammenhang zwischen Größe und Gewicht zu lernen. Und der Weg, wie das jetzt abläuft in der PAL, in der Predictive Application Library, ist folgendermaßen: Man muss diesen Algorithmus mit gewissen Parametern starten. Ja, das also jeder Algorithmus, jeder der Algorithmen, die in der PAL zur Verfügung stehen, hat da unterschiedliche Daten. Deswegen gibt es hier so eine Parametertabelle, die man jetzt hier als temporäre Tabelle anlegt. Ja, da gibt man den Namen des Parameters ein und dann gibt es halt verschiedene mögliche Ausprägungen von Werten, die man da einstellen kann. Einer dieser drei Arten ist es Integer, Double oder Varchar. Ja, da gibt es einfach dann immer, da ist immer nur ein Wert von diesen dreien dann jeweils gesetzt. Und bevor man dann den Algorithmus startet, setzt man eben die Parameterwerte. Tatsächlich ist es so, dass für die lineare Regression man nicht wirklich Parameter des Algorithmus jetzt hier setzt. Das Einzige, was hier eingestellt ist, irgendwie Thread-Ratio. Das hat einfach nur was damit zu tun, wie stark da die parallele Ausführung erfolgen kann. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist es, wenn ich da den Double-Wert 0,0 irgendwie einsetze, dass er dann einfach versucht, das möglichst maximal zu parallelisieren. Oder vielleicht gar nicht. Ich weiß es jetzt nicht genau, was die Null bedeutet. Muss ich das nochmal wieder nachschauen, habe ich schon wieder vergessen. Ja, also wir haben den Parameter irgendwie gesetzt und jetzt wird einfach eine Stored Procedure aufgerufen. Ja, und diese Stored Procedure heißt einfach PAL-Linear Regression. Und die kommt eben halt aus diesem Schema, ja, unterstrich Sys, unterstrich Application Function Library heißt es. Und da gibt es eben diese Stored Procedure. Und die bekommt folgende Parameter mit. Die Tabelle oder der View, auf die sich das bezieht. Dann diese Parametertabelle. Und dann gibt es eine Reihe von Fragezeichen, das sind Output-Parameter. Ja, das heißt, der Algorithmus liefert dann Ergebnisse zurück. Wenn ich diese Funktion, also dieses Stored Procedure jetzt aufrufe, dann kommt ein Ergebnis zurück. Und zwar ist hier dieses Result 1, was jetzt sozusagen im Ergebnis angezeigt wird. Das enthält Folgendes. Das enthält den Intercept und der enthält den Koeffizienten für die Länge. Und das ist jetzt folgendermaßen zu lesen. Und zwar ist die Regressionsgleichung für das Gewicht, also ich möchte das Gewicht aus der Länge bestimmen, habe ich in diesem Falle so eingestellt, oder das ergibt sich in diesem Falle aus der Reihenfolge der Parameter Länge und Breite in der Ursprungstabelle. Und zwar ergibt sich das Gewicht aus
1,1054 mal Länge minus 125,302. Ja, das ist die Regressionsgleichung. Wenn ich also irgendeine Länge einstelle, dann berechnet sich damit ein Gewicht und dieses Gewicht, das ist quasi dann die Vorhersage oder das, was der Algorithmus dann eben halt ja, bestimmt, ja, welches Gewicht diese Person hat. Es gibt Result 2 und Result 3, die sind jetzt an dieser Stelle nicht interessant für uns, aber es gibt eben halt Result 4. Und es ist so, dass diese Algorithmen im Allgemeinen solche gewisse Gütemaße mitbringen, die also sagen, wie gut ist eigentlich der Algorithmus, wie gut funktioniert der? Und zum Beispiel gibt es hier diesen R-Quadrat-Wert, der im Grunde genommen den linearen Zusammenhang bestimmt. Der hat also Werte zwischen 0 und 1 im Grunde genommen. 0 bedeutet gar keinen Zusammenhang, ja, und 1 bedeutet perfekter Zusammenhang. Und hier, der hat einen R-Quadrat-Wert von 85%. Ob der gut ist oder schlecht ist, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Streuung der Daten ist. Ja, das kann man nicht immer ad hoc hier festlegen. In manchen Bereichen ist ein R-Quadrat-Wert von 70% gut, ja, und in anderen Bereichen ist ein R-Quadrat-Wert von 90% vielleicht schlecht. Ja, also diese 85%, die dürften hier eigentlich ganz okay sein. Ja, das liegt auch einfach daran, weil ich die Daten in einer bestimmten Art und Weise erzeugt habe. Ein anderer interessanter Fehler ist halt dieser Root Mean Squared Error. Ja? Das heißt, so die Standardabweichung beträgt ungefähr 7 Kilo. Ja? Das kann man jetzt hier raus entnehmen. Ja? Dann gibt es noch den Mean Absolute Error, ja? Der liegt bei 6. Ja? Das sind also verschiedene Maße, auf die ich jetzt nicht im Detail hineingehen möchte, weil das ja hier kein Kurs zu Machine Learning ist. Auf jeden Fall ist das, was da das dabei rauskommt. Ne? Okay, wir haben also jetzt mal live das gesehen. Also man hat irgendwelche Daten in seiner Datenbank, die auf verschiedene Tabellen verteilt sein kann. Man baut eine geeignete View, nämlich so, dass wie die Daten erwartet werden. Und dann ruft man eine Stored Procedure auf und dann bekommt man so Ergebnistabellen, in denen die relevanten Werte drin enthalten sind. Ja. Und das ist eben halt in dieser Predictive Application Library dann eben halt eingebaut. Und insbesondere können wir jetzt mal hier schauen, ich habe das mal vorbereitet und ich stelle Ihnen das einfach mal hier in den Link, in den Chat rein. Ja. Ganz kurz, wo habe ich den Chat? Ja, falls Sie auf die Seite gehen wollen. Und zwar möchte ich auch natürlich nur wieder so ein paar Aspekte hier verdeutlichen. Erstmal möchte ich Ihnen einen Überblick geben, was dann überhaupt so alles eingebaut ist. Und da kann man im Grunde genommen sagen, da ist eigentlich alles eingebaut, was gut und teuer ist. Also das sind sozusagen Standardalgorithmen, das sind aber auch ganz durchaus aktuelle, neuere Modelle, auf jeden Fall relevante Modelle in dem Bereich. Ja. Also zum Beispiel das Thema Clustering, ja, da gibt es natürlich den K-Means, das ist sozusagen der Standard im hier Clustering-Bereich, ja. Aber es gibt auch sowas eben halt wie DB-Scan, ja, der eben halt in anderen Bereichen günstiger ist als Cluster-Algorithmen und noch diverse andere. Ja. Dann, was die Klassifikation angeht, ja, da gibt es zum Beispiel die logistische Regression, nennt sich das. Das ist so klassischer Algorithmus dort, ja. Aber es gibt eben halt auch sowas wie Random Forest oder Random Decision Trees nennen die sich hier, ja. Die sind ja eingebaut oder sowas wie eine Support Vector Machine. Das sind leistungsfähige Klassifikationsalgorithmen, ja, die da eben halt zur Verfügung stehen. Dann die Regression, auch hier eine ganze Menge an verschiedenen Dingen, ja, die man so kennt, ja, insbesondere
auch die lineare Regression natürlich, die wir gerade eben gesehen haben. Und da können wir vielleicht noch mal kurz reinschauen, wie das so beschrieben ist. Dann Association Algorithms, also a priori, das ist sozusagen ist der Market Basket Analysis, wenn Sie also bestimmen wollen aus der Kaufhistorie eines Kunden, was er möglicherweise auch noch kaufen möchte, ja. Da ist a priori eben halt ein ganz bekannter Algorithmus, ja, in dem Bereich. Dann das ganze Bereich, der ganze Bereich der Zeitreihenanalyse, ja, auch hier Arima, bekanntes Modell oder Exponential Smoothing, ja. Das sind also bekannte, relevante Algorithmen, die man hier hat, ja. Dann gibt es eine Reihe von Preprocessing-Algorithmen. Das ist also, wenn man jetzt die Daten hat aus dem System, aus seinem ERP-System zum Beispiel, und die eignen sich nicht so hundertprozentig zur Vorhersage. Die haben möglicherweise noch Nullwerte, die man irgendwie beheben muss, ja. Das wäre Missing Value Handling, ja. Oder die Spalten sind nicht so hundertprozentig geeignet. Man würde gerne eine Dimensionsreduktion vornehmen, also die Menge der Spalten reduzieren, ja. Und da gibt es dann sowas, das nennt sich Principal Component Analysis, ja. Discretizing, das heißt, man hat irgendwie einen Wertebereich, der irgendwie kontinuierliche Werte hat, aber man möchte den in so einen diskreten Wertebereich überführen. Man könnte zum Beispiel, wenn man jetzt Gehälter hätte, ja, da würden jetzt irgendwelche Decimals drin stehen und die würde man jetzt diskretisieren in so Bereiche wie niedriges Gehalt, mittleres Gehalt, hohes Gehalt, sehr hohes Gehalt zum Beispiel. Ja, damit kann man dann vielleicht besser, kann der Algorithmus vielleicht besser arbeiten als mit diesen individuellen Werten. Ja, also da gibt es also eine ganze Menge an Dingen, die man da machen kann, ja. Dann gibt es eine ganze Reihe so Statistikfunktionen, die man da durchführen kann, wo man eben halt dann die Güte des Modells, ja, zum Beispiel so ein Goodness-of-Fit-Test, Chi-Quadrat-Test, ja, oder andere Tests, T-Test, die man machen kann, ja. Es gibt dann auch noch, ja, so mehr anwendungsorientierte Algorithmen, zum Beispiel PageRank, ja, das ist das, was Google macht, wenn es die Seiten bewertet, ja. Das ist so Social Network Analysis Algorithms oder Recommender Algorithmen, ja. Da gibt es hier dieses Alternating Least Squares zum Beispiel oder eben halt Factorization Machine, das ist ein relativ neuerer Algorithmus, ja. Also es ist schon nicht uninteressant. Ich hatte vor einiger Zeit hatte mal eine Arbeitsgruppe, das war jetzt in der Vorgänger dieser Lehrveranstaltung, dann eine Anwendung wollten die entwickeln für die Partnervermittlung, ja. Und also da konnte man einerseits erstmal die Daten speichern natürlich von den Personen, ja. Und dann konnte man einen Recommender-Algorithmus drauf laufen lassen, ja. Wer jetzt hier wem empfohlen wurde, das war so eine Idee, die da verfolgt haben. Also können Sie sich vorstellen, dass das durchaus ja Sinn macht, dann solche anwendungsorientierten Algorithmen da einzubringen. Ja, ich schaue jetzt einmal, weil wir es ja auch verwendet haben, schauen wir einmal kurz hier rein in die Regression, ja, also in die Regression-Algorithmus, und das war jetzt hier die Multiple Linear Regression war das, ja, dann haben wir also hier eine Beschreibung, ja, das ist jetzt sozusagen das mathematische Modell jetzt, was hinter dieser linearen Regression dahinter steckt, ja. Und dann ist hier eben halt, gibt es die Tabellen, die übermittelt werden, also die als Parameter für die Funktion dienen, ja, sie ändern sich. An dieser Stelle, das sind ja also Paar-Linear Regression, und dann kommen ja hier die Parameter dieser Stored Procedure. Und dann ist beschrieben, also an der ersten Position muss die Tabelle für die Daten stehen, also Reg hier, das ist die Tabelle für die Daten. An zweiter Stelle müssen die Parameter stehen, ja, das ist hier, die sozusagen den Algorithmus steuern, und dann kommen diese ganzen Fragezeichen, und da sehen wir dann zum Beispiel die Koeffiziententabelle, ja, das ist also das hier, die Tabelle der Koeffizienten, das ist eigentlich das Modell, ja, was wir direkt verwenden. Dann sehen wir die Tabelle 4, die ich nicht angegeben habe, das ist die Predictive Modeling Meta Language.
PMLL. Da wird sozusagen das Modell in einer XML-artigen Sprache beschrieben und damit, das kann man dann auch exportieren, auch an andere hier Machine Learning-Programme übergeben. Und mit diesem PMLL-Modell, damit kann man dann auch später die sogenannte Prediction machen. Ja? Und 6 ist dann zum Beispiel hier die Statistics-Table. Ja? Das ist also hier, das ist jetzt hier die Nummer 4. Warum ist es die Nummer 4? 1, 2, 3, 4, 5. Keine Ahnung. Achso, ja, ist ja natürlich, sorry, ist ja die Nummer 6, weil das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also hier. Und das ist jetzt von den Ausgabe die 1, 2, 3, die vierte. Ja, also deswegen ist es hier die Nummer 4. Ja, das ist aber die Nummer 6 jetzt hier in dieser Beschreibung. Das ist sozusagen die Statistics-Table, die also jetzt die Parameter ausgibt. Und dann gibt es noch irgendwie was Optionales. Ja, und dann wird hier beschrieben, zum Beispiel in der Datenspalte. Ja, die erste ist sozusagen die ID. Die Datensätze müssen immer so eine ID haben. Und die zweite ist das Ziel. Also Variable Y ist immer das Ziel. Das steht sozusagen an zweiter Stelle. Und jetzt sehen Sie auch hier das Gewicht des Ziels ist. Ja, das steht da an der Stelle. Gewicht ist das Ziel. Und dann kommen die Feature Columns, also die Spalten, die zur Vorhersage verwendet werden, die nennt man Features. Und das sind jetzt beliebig viele Spalten, die eben halt dann solche Datentypen jetzt wie diese hier haben können. Ja, so wird es dann beschrieben. Und hier sehen Sie den Namen der Funktion, Linear Regression, ja. Und dann kommen jetzt hier diverse Parameter, die man hier einstellen kann, ja. Da sehen Sie, gibt es durchaus eine ganze Menge, weil das habe ich Ihnen jetzt nicht erzählt, was es da alles so Feines noch gibt. Ja, hier in diesem Datenmodell sieht ja ein bisschen kompliziert aus, wenn Sie sich das reinschauen. Tatsächlich ist das eine nicht eine einfache klassische lineare Regression, sondern die hat auch sogenannte Regularisierungsparameter drin enthalten, die dazu dienen, eine bessere Generalisierbarkeit letztendlich zu haben. Ja, und das sieht man dann hier unten in der Gleichung, sind das zwei Regularisierungsparameter. Und das Ganze nennt sich dann nämlich Lasso. Ja. Lasso hat eine sogenannte L1 und eine L2 Regularisierung. Erzähle ich Ihnen jetzt auch nicht, was das jetzt bedeutet, genau. Aber das sind also bekannte Dinge aus dem Bereich des Machine Learning und die sind hier dann auch entsprechend eingearbeitet. Und das kann man dann hier auch alles nämlich einstellen. Das ist dieses Alpha, ja, und diese verschiedenen Dinge, die man hier so einbauen kann. Ja. Und Sie sehen, das ist gar nicht so wenig, was man hier alles machen kann. Ja, und das ist für die anderen eben halt auch, für die anderen Algorithmen ist das auch sehr umfangreich, die jeweiligen Parameter, Tabellen, was man da alles so einstellen kann.